Männer! Wenn ich euch beim Spiel zusehe, das ist so, wie wenn ich ein U-Boot-Rennen gucke. Mega spannend! Ja, ich muss mich mehr aufregen. Vielleicht gehe ich dann viral, ne, wie Olli Kahn. Eine Studie hat jetzt ergeben, dass Menschen, die viel fluchen, viel intelligenter sind als die anderen dummen. Ich habe echt gedacht, der springt noch mal, der Kahn, von der Tribüne, wie damals. Diesem Kung-Fu-Tritt. Stefan! Apropos Kung-Fu, Jude Bellingham hat jetzt das perfekte Bewerbungsvideo, falls nochmal ein neuer Karate-Kid-Film rauskommt. Nö, das brauchen wir auch keine Karte zeigen, wenn man einem ins Gesicht tritt. Ne? Da muss er schon sehr viel Empathie haben. Ne? So wie der Dennis Aitken, der Schiri. Ist wie bei uns in der Kreisliga. Ne? Wenn hier der Andi einem ins Gesicht tritt, dann kriegt der Gegenspieler noch gelb, weil er sich fallen gelassen hat. Christian! Laufen und schießen! Gleichzeitig ist schwer. Das ist so, wie wenn du dein Gehirn und deinen Zauberstab gleichzeitig benutzt. Geht auch nicht. Fakt ist doch, die Bayern haben 2-2 in Dortmund verloren. Ist so. Jetzt kommt Pilsen, die knallst du 8-0 weg, dann spielst du gegen Freiburg wieder unentschieden. Dortmund und Bayern, die kommen einfach nicht klar, dass Freiburg da oben mitmischt. Union und Freiburg immer noch da oben im oberen Tabellendrittel. Das ist so, wie wenn ein Elefant und die Giraffe auf Mount Everest siehst und fragst dich, wie sind die da hochgekommen? Kann ich dir sagen, mit Ruhe, Geduld und vor allem unentdeckt. Beispiel, Freiburg-Torhüter Marc Flecken. Diese Saison 5-mal weiße Weste. Wenn Flecken jetzt schon eine weiße Weste machen, dann merkst du selbst, dass in der Bundesliga gerade alles so ein bisschen ballaballa ist. Stefan! Lauftraining ist bei dir nicht nötig, ne? Nee. Stell doch deine Laufschuhe einfach neben deine Kondome. Ja, und in Leverkusen sitzt jetzt ein Wälster auf der Bank. Als ich gelesen habe, Alonso in Leverkusen, da habe ich erst gedacht, Mensch, das wird ja ein interessanter Kurs für die Formel 1. Durch die Bayerwerke. Xabi Alonso ist die 100%ige optische Aufwertung für Leverkusen. Ich finde, da hat der Leverkusener Bürgermeister zu sehr in eine Trickkiste gegriffen. Bei der Aktion Mein Dorf soll schöner werden. Ich meine, wir machen ja bei uns hier im Dorf auch nicht Casting für Germany's Next Topmodel, weil wir haben nicht genug Busparkplätze. Ja, intern gewinnt das hier keiner. Aber falls The Walking Dead nochmal eine Staffel dreht, da habe ich für einen Regisseur aber einen Tipp. Patrick, was tut dir denn heute mehr weh? Dein Tennisarm oder dein Golfsack? Xabi Alonso in der Bundesliga. Deshalb habe ich da auch noch keinen Trainerjob bekommen. Ja, sicher. Das hält ja keiner aus. So zwei testosterongeladene Alpha-Tiere auf dem Platz. Da kannst du ja jedes Spiel 10 Minuten später anpfeifen. Wenn du erstmal die BHs vom Feld kratzen musst. Ja, mit Xabi und ich. Wir sind Brüder im Geiste. Und wir können beide gut damit leben, dass wir nur auf unser Äußeres beschränkt werden. Männer, denkt dran! Erst wenn Löwen ihre Mähne verlieren, dann werden die kastriert! Ja, und bei uns in der Mannschaft hat der Christian gegründet ein Startup. Der sammelt jetzt nach dem Spiel immer Leergut. Nennt sich dann die Pfandfinder. Durch und durch Unternehmer, ne? Der hat jetzt auf den Markt gebracht so zwei Staubsaugerroboter. Den einen nennt er Pepper Putz und den anderen Kerminator. Ich glaube, der verkauft demnächst auch noch Geodreiecke wegen der Energiekrise. Ja, für 1 Euro hast du dann bis zu 180 Grad. Aber Geometrie und Dings, der Christian letztens angerufen, ne? Trainer, ich bin zu spät, wo seid ihr? Ich so hinten, Spielplatz, Sandkasten, ist der Christian nach Österreich gefahren. Sandkasten. Kevin! Boah, der ist so hohl, der war letztens im Antiquitätengeschäft und hat gefragt, na, was gibt es Neues?